Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine, wo ich nochmal ganz kurz schauen muss, ob es hier vielleicht Loot gibt. Hat der Loot? Der hat Loot liegen gelassen. Aha. Monsterblut, zwei Ohren, Zyklopenauge und großes rotes Mutagen. Ah, na siehst du mal. Hätten wir ein großes rotes Mutagen liegen lassen. Noch so. Ein Irrlicht. Noch ein Irrlicht. Wo führst du uns diesmal hin? Bekomme ich jetzt noch ein besseres Silberschwert? Oder führst du mich in eine Falle? What the heck ist das denn? Das... Ein Dark Souls Easter Egg, ich... Ich sage nichts. Alter. Ein Dark Souls Easter Egg. Silberschwert plus 50. Warte, ich repariere mal ganz kurz das da. Silberschwert plus 50. Es ist so, Alter. Dieses Dark Souls Easter Egg. What the heck? Alter. Warte mal, was haben wir für Runensteine eigentlich? Triglav. Chance auf Betäuben ist fürs Stahlschwert. Striebock. Taumeln ist fürs Stahlschwert. Einfrieren, Stahlschwert. Einfrieren kann man auch nehmen fürs Monsterschwert. Und sonst haben wir nichts dabei. Alter. Dieses Dark Souls Easter Egg, es ist... Tut mir leid, aber ich feiere das. Tut mir leid, aber ich feiere das. Und wir haben ein besseres Schwert bekommen. Ich meine natürlich nicht mit dem Effekt. Verdammt, mit dem Effekt, verdammt. Stimmt eigentlich mit dem Effekt, warte mal. Der Grundschaden ist natürlich hier plus 50. Pass aber mal auf, Moment. Um 34 bis maximal 60, je nach Charakterstufe, erhöht wird ein Gegner mit einem vollgeladenen Schwert, bla bla bla. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Laufe der Zeit sowie bei erlittenem Schaden verloren. Wir bleiben trotzdem bei Aerondict. Wir bleiben trotzdem bei Aerondict, weil nach 5 Hits ist Aerondict genauso gut wie das andere da. Alter! Dark Souls Easter Egg. Ich kack mir ins Hemd oder so. Ich hab keine Ahnung. So, wie komme ich da jetzt wieder zurück? Weiß das auch jemand? Tja. Warte mal. Hier entlang komme ich ja nicht zurück. Hallo Geralt. Aha. Ich speichere mal ganz kurz. Nein! Fast geschafft, okay. Ja, Speicherstand laden. Alter. Ich dachte mir schon, Alter, da steckt ein Schwert im Stein, dachte ich mir zuerst, ist das Excalibur jetzt oder wie? Und dann habe ich gesehen, es ist ein Feuer, das kann ich anzünden, das wird doch nicht, und dann hat er sich plötzlich hingekniet. Alter! CD Projekt, was seid ihr für verrückte Hunde, bitte? Hier die ganzen Märchen durch den Dreck ziehen und dann ein Dark Souls Easter Egg? Alter! Ihr seid ja richtig kreativ, Leute! Jo, geschafft. Sehr geil. Okay, haben wir das gemacht? Es sieht aus wie eine Mischung aus Dark Souls und Kaer Morhen. Finde ich gut. Wo ist Sianna? Sianna? Ich soll dir folgen, Liebchen. Nur aus Neugier. Warum wolltest du das Herz von Toussaint und den herzoglichen Ball?
Das war mein Recht. Sie standen mir zu. Wir wären nicht auf dich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie zu kriegen. Das weißt du, oder? Ja, aber ich bereue nichts. Man lebt nur einmal. Ja, das, YOLO. YOLO! Hier, wir müssen nur in den Brunnen springen. Du zuerst. Ich zuerst. Ob das so klug ist? Naja, versuchen wir's halt. Die Musik klingt gut, aber der Ladescreen blendet ein wenig, möchte ich sagen. Ah, wow. What the heck? Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Lieber. Im Springbrunnen? Nicht sehr praktisch. Es war ein Geheimgang. Anarietta und ich nahmen ihn um eurer Gouvernante zu entgehen. Zum Glück hat sie das aufgeschrieben. Sonst hätte ich nicht gewusst, wo ich warten soll. Vergessen wir das. Will die junge Dame mithelfen, das Chaos zu beheben, das sie angerichtet hat? Sie will. Und hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Soll ich dich lieber wie die manipulative Lügnerin behandeln, die du bist? Sianna, kämpf keine Kämpfe, die du nicht gewinnen kannst. Sianna, einen Vampir hast du schon gegen dich aufgebracht. Streite dich nicht gleich mit dem Nächsten, ja? Dann sag diesem Nächsten, er soll aufhören, mich zu beleidigen. Ich werde mein Äußerstes tun. Gehen wir. Ich will es wirklich hinter mich bringen. Was war denn das jetzt für eine Blende? Wollten sie jetzt zuerst weiß überblenden und haben dann gedacht, nö, schwarz ist doch besser? Mitten in der Überblendung? Irgendwie war das komisch gerade. Tisha Mutner? Hübsch hier. Nicht wahr? So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Dun Tin in der Ferne. Findet ihr? Ich meine, es ist eine Ruine wie jede andere. Ach, wie feinfühlig und aufmerksam. Ich verstehe nicht, was Detlef in dir sieht. Vielleicht kann er es dir selber sagen. Nervös, Sianna? Bist du nervös? Es ist immer stressig, sich mit seinem Ex zu treffen. Vor allem, wenn er ein Vampir ist. Er wird wohl nicht zum Scherzen aufgelegt sein. Ich weiß. Um ehrlich zu sein, ja, ich bin nervös. Ich würde lieber weglaufen. Ich habe euch zwar versprochen, dass ich helfe, aber... Was ist es wert? Aber ich schulde ihm dieses Treffen. Schluss aus. Was soll das heißen, was ist es wert? Ist es das Leben einer ganzen Stadtbevölkerung wert? Mädchen, Alter! Vorsicht jetzt. Detlef ist jeden Moment hier.
Anna, ich muss dich etwas fragen. Hast du das wirklich alles nur gespielt? Was uns verbunden hat, war falsch. Detlef, so einfach ist das nicht. Ich... Es ist ganz einfach. Entweder hast du mich getäuscht oder nicht. Ich vergebe dir, doch ich trauere, denn wir müssen uns trennen. Was? Aber wie... Das Band. Ich bin wieder reingefallen. Dafür soll sie büßen. Früher oder später. Du hättest dich nie einmischen sollen, Hexer. Okay. Ich wollte nur entkommen. Ihr habt mich betroffen, alle beiden. Das war nicht mein Plan. Mike! Okay. Er wehrt alles ab. So ziemlich alles. So wirklich alles. Na komm, den Laser. Wenn du Götter hast, dann fang an zu beten. Na komm. Jetzt sind da schon zwei. Okay. Der hielt auch immer wieder, ne? What?
fällt mich auf! Gewärtige den Tod, Hexer! Machen die so Damage? Nein, ne? Okay, ich kann keinen Tank nehmen. Ich muss mich auf die Heilungskräfte meiner Nahrung verlassen und das ist momentan leider ein klein wenig problematisch, weil die relativ langsam nur hielt. Ich sehe schon, wo das hinführt. Okay, ich kann es wieder riskieren. Riskieren ist gut, ja? Warte mal. Weiß ja wohl nicht. Ha! Ja! Weiß ja wohl nicht, ich bin auch ein Idiot. Ich habe keine Schwalbe mehr. Übrigens. Nein. So. Jetzt, ich bin der Schlauste einer, wirklich. Ich habe gerade statt schwarzen Blut weißen Honig genommen. Okay, weg mit dir. Was zur Hölle bist du? Überlass ihn mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Worte. Das ist krass. Umwerfendes Ensemble. Und wie gut es dir steht. Halt den Schnabel. Ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das sorgfältigste gearbeitet.
Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Okay, ich bin andere Kleidung gewöhnt, ist halt so. Ich trage üblicherweise andere Kleidung, die besser zu meinem Beruf passt. Ich wollte dieses Gewand nicht herabsetzen. Ich finde es nur nicht sehr bequem und offizielle Anlässe kann ich nicht leiten. Man gewöhnt sich dran. Nun, sei so gut und halt bitte still. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung pappt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Ich merke schon, er wird wieder philosophisch. Will ich das sagen? Ah, verdammt, Regis. Du tust mir so leid. Das klingt aber sehnsüchtig und melancholisch, Regis. Weil du kein neues Gewand gekriegt hast? Wohl kaum. So klinge ich eben, wenn ich nachdenke. Ob du es glaubst oder nicht, das kommt öfter vor. Außerdem bedarf ich keines neuen Gewands, da ich der Zeremonie nicht beiwohnen werde. Wieso nicht? Weil ich dazu im Gegensatz zu dir nicht verpflichtet bin. Ich packe lieber meine Sachen. Du kommst sicher später zu mir, wenn du um eine Medaille und ein faszinierendes Erlebnis reicher bist. Verlass dich drauf. Apropos. Zeremonien, Medaillen für Tugenden, das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünf-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlef die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Woher weißt du, dass der Schuhputzer die Briefe ausgeliefert hat? Regis, der Schuhputzer hat nicht davon geredet, dass er irgendwelche Zustellungen gemacht hat. Woher willst du wissen, dass er die Briefe überbracht hat? Während du dich im Ruhm gesonnt und formelle Garderobe anprobiert hast, habe ich einige Nachforschungen angestellt. Du wärst stolz auf mich gewesen. Zunächst habe ich eine Menge Schuhpolitur für unseren Jungunternehmer zusammengemischt. Ich habe beobachtet, dass auf der Straße vor allem das Gesetz der Reziprozität herrscht. Keine gute Tat bleibt ohne Antwort. Natürlich gilt das auch für boshafte und zerstörerische Taten. Wo ist der Zusammenhang mit den Briefen? Als der Schuhputzer die Politur abholte, hat er angedeutet, dass er noch mehr weiß. Wir hatten sozusagen einfach nicht die richtigen Fragen gestellt. Es dauerte ein bisschen, ihm die Zunge zu lösen, aber es hat geklappt. Er hat eingestanden, Detlef die Briefe gegeben zu haben. Er wusste, dass diese Information wertvoll für mich ist. Sie war quasi der Dank. Okay, na gut, dann reden wir mit ihm. Es kann wohl nicht schaden, nochmal nachzuforschen. Also los, wir sind doch hier fertig. Ich schon. Ja, es liegt nun an dir, bei der Zeremonie meine Arbeit mit der ihr gebührenden Würde zu präsentieren. Oder sie sofort zu ruinieren, indem du dich in der Gosse herumtreibst. Ich verspreche, ich bin vorsichtig.
Wir werden uns sowas von dem Schlamm im Schlamm wälzen. Es hat aber tatsächlich den Anschein, als wäre ich durch, ne? Oh, der Schwertkünstler, wie schön. Soll ich dich aufpolieren? Dreckiges Schuhwerk befleckt die professionelle Würde, musst du wissen. Nimm doch Platz. Wir müssen dich was fragen. Schon wieder? Nun, ich als Befürworter der freien Rede will gerne erzählen, was ich weiß. Warum übe ich dabei nicht meinen Beruf aus? Es kann wohl nicht schaden, mal drüber zu wischen. Dann profitiere auch ich. Wie mein Freund zu sagen pflegte, Stiefel sollten so rein sein wie das Gewissen ihres Trägers. Reine Stiefel, reines Gewissen. Ein toller Spruch. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Ich kann nicht klagen. Wenn es auch wünschenswert wäre, wenn sich gewisse Leute hinsetzten und die Stiefel polieren ließen, statt im Stehen zu schwatzen. Erinnerst du dich an die Briefe, die du zugestellt hast? Der Mann im Frack. Erinnerst du dich, ihm Briefe gebracht zu haben? Ja, natürlich. In meinem Alter funktioniert das Gedächtnis noch wie geschmiert, aber... Wenn du mir sagen willst, dass diese Information was kostet, vergiss es. Wie bist du an die Briefe gekommen? Die haben ein paar Bettler gebracht. Warum hast du uns das nicht gesagt? Warum hast du das nicht bei unserem ersten Gespräch erwähnt? Ihr habt nicht nach Bettlern gefragt, oder? Okay, und wer waren diese Bettler? Diese Bettler? Erzähl uns mehr über sie. Wie viele waren sie? Tja, 4. Einer pro Brief. Nur 4? Einen 5. hast du nicht gekriegt? Ich kann zählen, weißt du? Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas? Hatten die Bettler etwas gemeinsam? Wie? Nein, sie waren ganz verschieden. Manche hatten 2 verschiedene Stiefel, andere gar keine. Ach doch, genau. Sie hatten alle kein Haus. Jetzt hör mal, mir geht langsam die Geduld aus. Denk nach. Wo hatten die Bettler die Briefe her? Ist die falsche Frage. Weißt du noch, wie die Bettler aussahen? Weißt du noch, wie die Bettler aussahen? Natürlich. Ich sagte doch, mein Gedächtnis funktioniert einwandfrei. Sie waren abgerissen, unrasiert und in Lumpen. Ihre Stiefel erwähnte ich ja schon. Geralt, gestatte mir eine Frage. Hör mal, Junge, ich misch dir gerne noch eine Portion Schuhpolitur. Aber du musst dich konzentrieren und uns alles sagen, was du weißt. Wo finden wir die Bettler? Ich schätze, in der Unterkunft. Wo ist die? Das weiß doch jeder. Um die Ecke, Treppe hoch, dann rechts. Danke, Junge. Für deinen Aufwand. Wir müssen zur Unterkunft und uns dort umsehen. Okay, na gut, dann sehen wir uns da mal um, nicht wahr? Treppe hoch und dann rechts. Hier also, ne? Ihr brecht euer kleines Lager gefälligst ab und tragt es woanders hin, klar? Das hier ist ein anständiges Viertel. Ein anständiges Viertel? Du da, was willst du? Reden. Zeitverschwendung. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern, oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute. Warum sollten sie denn nicht hier leben? Ihr wollt also nicht, dass sie hier ihre Unterkunft haben. Fragt sich, warum? Sieh mal, Ballard. Noch ein Verteidiger der Armen, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Verfluchte Inzucht! Unsere Frauen und die Jugend wohnen nebenan, wo sich doch selbst Männer kaum trauen können, an solchem Abschaum vorbeizugehen. Was denn? Ihr wollt anständig sein? Ha, dass ich nicht lache. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel?
Und wie? Hörst du, Atua? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gehen wir beiseite, guter Mann. Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Na toll. Komm schon, Hexadam! Ja, mein Geist doch so willig wie mein Fleisch schwach. Hey, hallo. Jetzt ist aber mal gut jetzt. Ich wickel dir die Gedärme ums Rückgrat. Nein, das glaube ich aber nicht. Das ist doch ein Hexer. Hör auf, fehlt sich zu ergeben. Das hat weh getan. Hallo, ich hab doch gekontert jetzt. Was soll das? Alter. Hallo, ich hab in die andere Richtung gedrückt. Schon, Hexadep! Schaffst du mich? Ah, ich regeneriere. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, na gut, dann wollen wir mal sehen, wer hier der Boss ist. Hallo, Alter! Zu zweit gegen einen ist aber auch fies, ne? Na komm, brich ihm die Deckung. Na komm, Deckung brechen. Sehr gut. Alter, gerade noch so. Na schön, ich verstehe schon. Kommt, Männer, wir gehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden. Aber sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Was wollten die von dir? Sie sind Nachbarn. Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Sie mögen es nicht, dass ich Bettlern helfe. Ich hätte ja nichts dagegen. Aber wo sollen wir hin? Nun, ihr habt ein Anliegen, nicht wahr? Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Ja, was ist das für ein Ort? Was ist das hier? Ein Armenhaus? So könnte man es nennen. Hier kann man sich ausruhen und etwas Warmes essen. Warum hilfst du ihnen? Weil sie Hilfe brauchen. Das ist ein guter Grund. Wir brauchen Informationen. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garl erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen. Ich kenne ihn. Hat einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt. So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen. Es kommen alle Bettler her? Ist es sicher, dass alle üblichen Bettler hier sein werden? Sie müssen natürlich nicht kommen. Aber sonst kriegen sie schwerlich eine anständige Mahlzeit. Also essen die meisten aus der Gegend hier. Okay, danke, wir warten. Danke. Nett, dass wir warten dürfen. Oh. Liebe Leute, ich habe ein Anliegen, bevor ich auftische. Diese beiden Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu. Und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain.
Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Gib mir den Brief. Es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit für das Herzogtum. Gib mir den Brief, sonst nehme ich ihn mir. Ganz einfach. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten. Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. Verdammt! Was denn? Ist es wirklich ein weiterer Name? Sieh es dir an. Also sowas. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianna erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlaff ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Ist das Bild jetzt vollständig? Ist das Bild jetzt vollständig? Wahrlich. Die Angelegenheit ist kein Rätsel mehr, sondern eine ungeheure Tragödie. Wir haben es mit einem geplanten Anschlag auf die Herrscherin von Toussaint zu tun. Einem Staatsstreich. Das letzte Opfer wäre also die Herzogin gewesen. Die Herzogin sollte Detlaffs letztes Opfer werden. Das hat Sianna von Anfang an geplant. In der Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt. Zuerst 4 scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit. Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Siannas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl. Warum sollte Sianna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Neid? Machtgier? Natürliche Neigung zum Bösen? Das ist alles wahrscheinlich und schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir es genau wissen wollen, können wir sie selber fragen. Ich würde wirklich gerne ihre Motive erfahren. Sehr schön. Manchmal muss man dem Bösen in die Augen blicken. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sie hat meinen Freund für ihre Morde benutzt. Ich habe wohl jedes Recht, sie zu verdammen. Aber ich unterstütze deine Suche nach der Wahrheit. Manche Philosophen halten die empirische Untersuchung für den einzigen Weg zur Erkenntnis. Hast du nicht gesagt, dass die Herzogin Sianna eingesperrt hat? Die Höflinge haben auf einer sehr viel härteren Strafe bestanden. Anna Henrietta musste ihre Schwester vor einem Lynchmob retten, wie sie ihre Untertanen vor einem Kriminellen beschützen musste. Jedenfalls sitzt Sianna in einem abgeschiedenen Winkel des Palasts gefangen und wartet auf ihre Verhandlung. Ich müsste ein paar Wachen überwinden, wenn ich sie sprechen wollte. Kommst du mit? Kommst du mit? Natürlich nicht. Ich warte in Merlachaison. Ich kann nicht riskieren, nach den Verwüstungen durch Detlaff und seine Schergen den Palast zu betreten. Außerdem ziehe ich die Gesellschaft eines Alraunenschnapses, der Gesellschaft der bösen Schwester der Herzogin, vor. Das heißt also, du willst dich betrinken, weil du Sianna nicht leiden kannst? Solche kategorischen Feststellungen schätze ich nicht.
Aber ich gebe zu, dass ich in ihrer Gegenwart nicht für mein Verhalten garantieren könnte. Sie war grausam zu Detlef und hat schließlich seinen Tod bewirkt. Und jetzt noch dies? Nein, Geralt, ich gehe nicht mit dir. Ich erwarte dich auf dem Friedhof. Und damit herzlich willkommen auf einem viel zu späten Endscreen. Hi, wie geht's euch? Wir haben Toussaint und Beauclair gerettet. Wir haben eine totschicke neue Kluft an. Wir sind unbewaffnet und... ja. Sonst fällt mir gerade nichts ein, Alter. Alter, es ist 4 Uhr morgens und ich sitze hier und bin gebannt und gespannt auf das Ding hier und ich... es müsste doch bald vorbei sein. Alter. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Nun gut, dann würde ich sagen, ich, da bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr denn mögt. Ja, dann lasst es euch gut gehen. Geht rechtzeitig schlafen und, fahret wohl.